in Deutschland, in den Bahnhöfen, auf die Freiluftbahnsteige, ich betone Freiluftbahnsteige, da gibt es eine Raucherzone. Das ist ein gelbes Quadrat. Ich gratuliere, finde ich toll. In Frankreich, wir haben nicht mal eine Straßenverkehrsordnung. Und auf einmal, tote Stille. Alle Dorfleute waren erschrocken, weil es kam ein LKW voller Rebellen. In Uganda, damals, es war Bürgerkrieg. Im LKW gab es Kinder. In Uniform, mit Waffen. Es waren Kindersoldaten. Es gibt sogar eine Tradition in Frankreich, wenn der Sohn 16 wird, dann geht er zusammen mit dem Vater zu so einer Erotikshow. Und die gucken sich zusammen die Show an und dann die ganze Nacht, die reden zusammen. Über Frauen, über Sexualität, alles. Wenn der Vater noch Fragen hat, bis zu dem Tag, wo wir eine Idee hatten. Wir haben die Bibel auf die Tora gelegt und dann darauf den Koran und noch zwei, vielleicht drei Ausgaben von den Übsheften. Kennen Sie die Situation? Es regnet nicht ein bisschen, sondern tierisch viel. Du hast nur ein T-Shirt und sonst kein Regenschirm, weil, hä? Und es gibt keine Autos, aber es ist rot. Es regnet richtig so norddeutschisch, volle Pulle. Und es gibt sowas von kein Auto. Siehst du, hier 800 Meter, kein Auto. Hier seit zwei Wochen fuhr kein Auto. Ich weiß nicht, warum sie die Berliner Mauer gebaut haben. Eine rote Ampel hätte es auch getan. Wen finden Sie vom Prinzip her schöner? A. Französischer Reporter oder B.